bin Harald Schuster, der oberste Landfunker vom Landfunk im Westerwald. Wir haben vor einigen Wochen zum ersten Mal seit langem, weil wir personell wieder besser besetzt waren und ich endlich mal Zeit hatte, ein bisschen kreativ zu arbeiten, unsere seit langem erste Bestandskunden-Mail-Aktion gemacht mit einer bis heute ziemlich sensationellen Resonanzquote von 42%. Heißt, von 100 angeschriebenen Kunden haben 42 bereits ihre Verlängerung unterschrieben und die Resonanz ist noch nicht zu Ende. Helga hat heute gesehen, den letzten hatten wir heute Morgen, nicht wahr? Das war der 42. Prozent. Ja, ich sag mal, die Aktion an sich war recht einfach. Wir haben uns einfach mal aus unseren Datensätzen vom in Frage kommenden Zeitraum von vor zwei Jahren rausgesucht, wann haben diese Leute zum letzten Mal ein subventioniertes Handy bekommen. Diese Kunden haben wir in einer ganz einfachen Form angeschrieben und haben dann einfach mal auf die Resonanz gewartet. Die war sehr gut, weil so einige, sage ich mal, Werbegrundsätze im Anschreiben beachtet wurden. Hier ist nichts Undeutliches drin. Hier kommen wir gleich zur Sache. Hier sind vor allen Dingen die Logos der vier Netzbetreiber deutlich sichtbar. Das sind eben die Dinge, die der Kunde kennt. Und hier gibt es eine Sache, fand ich beeindruckend, dass Menschen dieses Schreiben lesen, obwohl sie dieses Gesicht gesehen haben. Ja. Aber offensichtlich hat es den einen oder anderen positiv beeindruckt, wenn er ein Gesicht entdeckt, das er vorher schon kannte. Ich finde das Gesicht gar nicht so schlecht. Danke. Großartig. Vielen Dank. Bitte sehr.